Gut, ich esse mal eben hier die Kabams. Yum, 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 yum. Und dann schleiche ich mich, weil man weiß ja nie, was da um die Ecke lauert. Zentralhalle. Ach, Zentralhalle. Ja, sehr gut. Da wollten wir doch hin. Alliop. Oh, bin ich hier? Da werden die Opfer durchgeschleust. Gehen Sie vor, ich gebe Ihnen Rückendeckung. Vergessen Sie nicht, ein Bild zu machen. Okay. Schnell ducken. Die Opfer durchgeschleust, alles klar. Ist ja scary. Warte, was kann er da hinten? Ich hoffe jetzt mal, dass die mich nicht bemerken. Ich werde mich nur so ganz dezent hier zwischenquetschen. Rutsch mal. Ich habe hier was zu knipsen. Ist Paige bei? Ist das ein Fisch? Ach nee. Hä? Wen transportieren die denn da ab? Habe ich das jetzt publiziert? Okay, zurück im Nordflügel. So, Double H, wo bist du? Ich habe was Brauchbares geknipst. Können wir hier mal quaken? Und niemand weiß davon. Das ist schrecklich. Der dritte Beobachtungspunkt, Miss Jade. Gehen Sie zum dritten Beobachtungspunkt. Ah, nur keine Emotionen zeigen. Kein Problem. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, wir sind gekommen von hier aus links. Deswegen fahren wir jetzt weiter rechts. Ups. Würde ich jetzt mal so sagen. Beziehungsweise muss ich mal eben die Map checken. Mal gucken, was hier so... Achso, genau in die falsche Richtung. Fahren wir mal kurz zurück. So, da bin ich runtergefallen. Dann fahren wir hier lang. Ist das jetzt richtig? Ja, das sieht gut aus. Dann hüpfe ich hier drüber und hier noch die Schlangen umfahren. Ne? Denn schon, denn schon. Und dann fahren wir jetzt hier durch. Überwachungsraum. Da waren wir schon mal. Gut, dann fahren wir hier geradeaus, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Das ist der gute, der richtige Weg. Der gute und richtige Weg, hoffentlich. Guck mal. Ah, ach, guck mal. Wie praktisch. Kaputt geschossen. Links, ne? Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Schlachthauseingang. Ich sag links und es ist ja doch wieder falsch, oder? Wobei hier sieht es eigentlich, sieht aus, als wäre es hier. Okay. Hier docken wir an. Sagte sie. Klappt. Okay. Wir sind auf jeden Fall an diesem... Also wirklich, Double H, du musst dringend aufhören, mir in die Hacken zu hüpfen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier angekommen an diesem kleinen Warndreieck auf der Karte. An Gouverneurin schicken. Ich brauche eindeutige Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Wir brauchen noch 3 Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Sei vorsichtig. Oh Gott, das ist nicht gut. Okay, es fehlen also noch ein paar Fotos. Macht aber nichts. Ich weiß nämlich ungefähr... Kann mir schon denken, welche Ecke ich irgendwie verpeilt habe, eventuell. Deswegen fahre ich mal eben zurück. Also was heißt verpeilt? Die Reihenfolge ist ja eigentlich nicht relevant, Gott sei Dank.
In welcher Reihenfolge man die abarbeitet? Ich glaube, das war damals hier, ne? Oder? Ach jo, ich erinnere mich. Das war dieses Schalterteil auf Zeit. Und da können wir nämlich jetzt mit ihm zusammen... Hallo, hallo, weil er ist jetzt auch das erste Mal hier. Mal eben kurz hier speichern. So, jetzt haben wir doch hier die Chance, irgendwie hochzuspringen. Das muss man auch erstmal sehen. Hier komme ich nicht durch. Ich decke Ihren Rücken, Miss Jade. So, drück mal E, Kollege. Und schon sind wir eine Etage weiter oben. Sehr cool. Gut, dass Madame hier nicht runterfällt. Wagenschleuse. Upsa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Ich bin hier oben so wehrlos. Und jetzt macht sie auch wieder nichts, ne? Sie hält sich nirgendwo fest, rennt nur blöd rum, bringt aber nicht. Gut, dann müssen wir den wohl beschießen, wenn das geht. Hau ab! Vielleicht hätte ich erst woanders durchgemusst. Ach, es hört... Wo müssen wir ihn reinschubsen? Da rein. Jo, alles klar. Das ist auch sehr praktisch. Vielen Dank dafür. Nehmen wir beides. Gute Arbeit, Jade. Ne? Da, ist, da, also da können wir hoch. Mein Gott, Kamera. Jo, die hatten wir schon. Gut, dann haben wir die jetzt zweimal. Auch in Ordnung. Und dann holen wir ihn mal kurz dazu. Führt kein Weg hindurch, geht man drumrum. Ja. Mit Carson und Peters, Band 4. Bravo, Miss J. Hab da einen Weg gefunden. Wir können hier lang. Und die Kiste einfach darüber schieben. Eins, zwei, drei, schieben. Grundübungen, Seite 2. Ich bin gekommen, um zu lenken und nicht um zu denken. So, wo haben wir denn hier jetzt die Pforte, wo er mit seinem kleinen Helm durchrennen kann? Ich glaube, da gab es nämlich so... Ja, hier, genau. Da muss man, wie gesagt, auch erstmal drauf kommen. Okay. Das ist seltsam. Ja, komm her. Trau dich, Kollege. Den machen wir fertig. Nicht. Na, da hast du aber nicht gründlich geguckt.
So kann's gehen. So, und was blubbert hier so von sich hin? Als wären wir unter Wasser? Nehmen? 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 Hallo? Nehmen? Reden? Nein. Ich will das nehmen. Nimm es doch! Ich hab's genommen, oder? Hab ich's genommen? Nein, ich hab's nicht genommen. Warum nimmt sie es nicht? Nimm es auf! Was ist es überhaupt? Ein Schlüssel? Oh Gott, es ist ein Schlüssel. Sieht aus wie eine Schlüsselkarte. Ich dreh ab. Können wir es knipsen? Warum blubbert es denn jetzt da hinten? Habe ich es jetzt weggetreten? Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ja, ich weiß nicht, was es war. Gut, dann. Ich weiß wirklich nicht, was war es denn? Jetzt bin ich aber auch neugierig. Jetzt will ich es doch knipsen. Einfach nur Blubberblasen. Ich stelle mich heute doof an, ich weiß. Es sind nur Blubberblasen. Ich, ja. Ne? Egal. So, push the button. Ich brauche einen besonderen Schlüssel mit. Ja, ich hab ihn. So, Zentralhalle. Und jetzt mal auf einen anderen, ne? Über einen anderen Weg hier hingekommen. Das ist gut. Konto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie. Ein Starkurs stellt ein Herz der Leben. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Blub, blub. Ich finde es so krass, dass. Also, mir fehlen ja einfach immer Herzchen. Böse Zungen sagen, ich könnte nicht. Nein, was war das denn? Oh. Okay, Kamera am Anschlag. Arschen. Geht's hier los? Jetzt geht's hier aber richtig los. So. Amöba Saltans. Hatten wir das nicht schon? Okay, Bild gespeichert. Miau. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen Roboter. Super Action. So, Nummer 1, das war... Okay, den sollten wir da reintreten. Ich glaube, das hat aber... Ah, das ist der Schlüssel. Ja, cool. Gute Arbeit, Jade. Und ich dachte gerade die ganze Zeit, diese Blubberblasen werden... Egal, vergessen wir das. Reden wir nicht weiter drüber. Oh, was gab's hier? Nee. Ernsthaft? Wieso? Oh, hallo? Kann das sein, dass man die damit rufen kann, wenn man es verkackt hat, die Teile durch die Schranken zu kicken, oder? Eventuell. Aber dafür dürfen wir uns jetzt doppelt darum schlagen, dass wir nämlich immer so neugierig sind. Also ich muss immer bald draufdrücken. Komm, das war ja wohl weit genug. Ja, exploding. Alles weg, alles weg. Die brauchen wir auch noch. So, ich roll mich jetzt nur noch hier durch. Alles andere ist mir jetzt hier.
So, hier kommen wir ganz offensichtlich ja nur rein. Hätten wir die jetzt... Oh, die hätten wir... Muss da leider nochmal drauf drücken. Es tut mir leid. Wir brauchen die Kugel. Eindringlinge, Zerstörungsprozedur. Wir müssen dich leider so ein bisschen... Könnte mal jemand hier die Dinger... Könnt ihr mal mitkommen? Komm mal her. Wir müssen die pullen. Die müssen hier rüber. Ja. Et voilà. Ach ja, einer ist noch übrig. Ich wollte schon mal loslooten. Das sollte ich vielleicht lassen. Das war schon echt assi. Armer Double H kann sich allein um den Rest kümmern. So, jetzt stirb aber mal. Ja, danke schön. So, und jetzt renne ich hier nur noch durch. Ich renne. Ein schnelles Speichern. Nehmen wir den ersten. Oh, eine Kugel. Und wir haben schon wieder 4 von 30. Von 50. Wir brauchen ja noch so viel. Heiliger Bim-Bam. Ja. Ach so. Ach, ja. Ne? Könnte man auch öfter, also eher dran denken. Aber ich muss mal ganz kurz hier so ein Carb-Up-Ding mümmeln. Sekunde. Drücken. Check. Kinderspiel, das war doch gar nichts. Ach, man in der Offiziersschule lernt man so etwas erst im dritten Jahr. Wow. Gut, Monsieur, dann kannst du jetzt hier mal direkt deine Rüstung... Okay, falls es hilft. Mein Panzer ist gegen ihre Laser resistent. Genau, deswegen haben wir dich dadurch gejagt. Das war sehr hilfreich. Wirklich? Wirklich? Ja, Sir! Das nutzen wir jetzt auch voll aus. Check. Oh, wir werden besser. Okay. Schleichen kann sie. Sie kommen in der Zentralhalle aus. Los, machen Sie ein Foto für den Bericht. Ich stehe hier schmiere. Ah. Quasi aufgeladen, also beladen. Moment. Ich will ganz in Ruhe und entspannt ein Foto machen. Ihn zuerst, ne? Alarm! Alarm! Nein, nein! Wir werden angegriffen. So, halt ihn auf. Dann kann ich seinen Tank beschießen. Ach, er gibt mir gar nicht hier den Rücken frei. Super Action! Ah, cool. Treten. Tschüss. So, jetzt plündern wir erstmal hier die Schränke. Jetzt hier alles aufgemacht. Nichts ist hier sicher. Her damit. Auch das nehmen wir mit. So. Genau. Wir lassen nichts hier. Alles mitnehmen, was keine Miete zahlt, ne? Auch schön die Gegend treten. So, jetzt haben wir mal kurz Ruhe und können mal eben hier fotografieren. Ja, kommt da noch eine? Perfektes Bild. Dein Bericht ist unglaublich, Shawnee. Iris 514 geht sofort in Druck. Ich leite das an die Gouverneurin weiter. Sie gibt dir dann den Code für die Schlachthäuser. Jo, dann haben wir das hier
erfolgreich abgeschlossen, diese Mission. Gott sei Dank. Aber ich finde es trotzdem echt eine Frechheit, dass ich quasi reingeschickt wurde und dann hieß es, ja, mach Fotos und sonst helfen wir dir nicht wieder raus. Das fand ich schon hart. Ne? Also dann werde ich auch mal ein Hühnchen mit der Alten rupfen. Geht gar nicht. So, was sagt hier Tabulare? Shawnee, Double H, wir haben eure Bilder empfangen. Ihr habt fantastische Arbeit geleistet. Trefft uns, ihr wisst schon wo, so schnell es geht. Ja. Also da können die ja jetzt auch so nett sein, wie sie wollen. Ich bin einfach, das, also, hat Spuren hinterlassen. Page musste all dies auch durchmachen. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Er lebt, Miss Jade. Die legen viel Wert darauf, sie am Leben zu halten. Okay. Hoffen wir doch. Geht's hier raus? Nee, da nicht. Nö, ihr könnt die Musik wieder, ne? Wegmachen, wir gehen hier lang. Die Alpha-Abteilung und die Doms stecken hinter den Entführungen. Ein Exklusivbericht in Ausgabe Nummer 514 von Iris. Und nochmal. Wir haben so schnell gemacht, wie es ging. Hier ist der Code. Glückwunsch zu Ihrem Bericht. Klar, so schnell wie es ging. Mhm. Gut, dann düsen wir jetzt. Moment, sind wir von hier gekommen? Ich will einfach nur hier raus. Benutzen. So, Wagenschleuse, jetzt sind wir hier. Machen wir hier eben ein Foto von dieser Bubbel. Sie ist schon wieder weg. Das nervt mich. Hau ab! Okay, dann rennen wir jetzt einfach hier durch. Leichter gesagt als getan. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ja, ich glaube, es war okay. Soweit. Komm. Überwachungsraum. Aua, aua, aua. Ach ja, hier wird geschlichen. Ganz kurz mal eben. Wer hat denn da ein Stück Starko übrig gelassen? War ich das etwa? Wahrscheinlich aus meiner... Kontoidentifizierung. In meine Armut. Okay. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es einen schnellen Weg hier raus? Und wenn ja, wo war er? Und habe ich das jetzt so richtig in Erinnerung? Weil wenn ich es richtig auf dem Schirm hatte. Ach, wir gucken einfach, ob wir da hinten schneller rauskommen. Warum bin ich überhaupt hier hingerannt? Aua, blöder Wurm. Dann müssen wir nämlich gar nicht diese Tor-Action hier nochmal machen. Und dann werde ich einfach hier hinten in mein kleines Teil hier einsteigen. So. Double H zückt den Kompass. Wo müssen wir hin? Wir fahren hier lang. Genau, hier haben wir das Türchen durchgeschossen. Ups. Rom, bam, bam, bam. Dann fahren wir nämlich hier raus. Looks gut. Schlachthauseingang. Auf dem richtigen Weg. Ah. Der Ausgang ist nicht weit. Jetzt können wir nämlich hier auch den Code verwenden. Und sie sagte nämlich zu uns in der Mail hier gerade. Moment, wo ist die Mail? Mail, Code L7D5. L7D5, 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 L7D5. Los! L7. D. 5. Korrekter Code. Die Gouverneurin riskiert viel, indem sie uns hilft. Ich hoffe, wir können uns bald revanchieren.
Das hoffe ich auch. Aber jetzt müssen wir zurück zu Iris, um das Team abzudecken. Als hätten wir nicht auch viel riskiert. Entschuldigung, aber... WTF? Okay, die Gouverneurin ist wahrscheinlich politisch auch irgendwie ein Stück weit angesehener als wir. Wir sind ja, ne? Nur ein kleiner... Also wir haben ja nichts zu melden. Wir sind ja nur Reporterin. Nee, so. Ja, hat funktioniert. Jetzt aber schnell weggedüst. Oh je. 1, 2 oder 3. Ich würde mal sagen, den Beleuchteten. Der sieht einladender aus als die anderen. Warte mal, das ist doch hier gar kein Weg. Is it a way? Could be a way. Ja, hier geht's hoch. Karte, wozu haben wir die denn? Meine Güte. Ja, fahren wir einfach mal raus. Oh, da leuchtet's. Ich bin frohen Mutes drauf zugeprescht, aber es hat nicht funktioniert. Wieso eigentlich nicht? Wir haben doch auch so ein Neutralisierungsding. Das werden wir jetzt ja ausprobieren. Nö, dann nicht. Oh nein. War nur eine Fake-Tür. Nein. Meine Güte, wo sind wir denn hier? Ach gut, wir fahren hier lang. Auch okay. Ah, da kommen Erinnerungen hoch, dass wir hier schon mal waren. Ich habe noch nie jemanden so fahren sehen. Danke, danke. Ja, dann sind wir wohl hier doch irgendwie richtig rausgekommen. Hier ist der Ausgang. So, wir treffen uns am Iris-Netzwerk. Oh, Tabulare. Hi Jade, nur zur Erinnerung. Du kannst immer noch meine Glücksperle gewinnen. Oder hast du Angst zu verlieren? Triff mich in der Bar, wenn du bereit für eine Abreibung bist. Was soll denn die anmache jetzt hier per Post? Das ist nun wirklich Werbung. Die Doms, sie greifen an! Oh oh. Nein. Ja, warum eigentlich nicht? Teratosaurus Imperator. Klingt ernst. Großartiges Bild. Großartige Bezahlung. Ja, Foto haben wir jetzt genug. Ja, aber der müsste mal eine Reihe... Genau, ein bisschen tiefer fliegen. So kann ich den ja gar nicht erwischen. Aber wir können ihn ja mit dem Neutralisierer beschießen. Okay, wir haben den jetzt scheinbar eine Etage runtergekickt. Mit dem Neutralisierer. Und jetzt können wir den beschießen. So, jetzt müssen wir mit dem wieder mit dem Neutralisierer beschießen, sonst kommt er gar nicht mehr runter. Na also, nicht bewegen. Ich muss mal ein bisschen Abstand gewinnen. Wenn er uns trifft, schadet das gar nicht. Ist ja witzig. So, perfekto. Hat er schon Teile verloren? Ich glaube, ja. Ja, sorry. Da kommt gleich wieder eine Geldstrafe. Ich sehe es schon kommen.
Ne? Bleib hier. Aua, aua, aua. Okay, der hat dann doch mal getroffen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ja, sieht gut aus. Oh, Perle. Und Reparatur.